Hallöchen, ich habe ein Päckchen bekommen und das wollte ich mit euch zusammen auspacken. Auf dem Päckchen steht ganz süß Post für dich drauf und ja, allein schon die Verpackung finde ich ist echt süß gestaltet. Ihr erkennt vielleicht, dass das Ganze von oder nicht oder doch ist und das ist keinerlei Kooperation, das heißt, ich habe mir das komplett selbst bestellt, habe das selbst bezahlt und freue mich riesig drauf, das jetzt auszupacken. Total schön. Erwartet mich schon ein kleiner Zettel und ein Schifflein. Ja, ich finde, allein die Internetseite ist schon wunderbar gestaltet und so liebevoll gemacht. Hier steht, ich wünsche dir viel Spaß mit deinen neuen Lieblingsstücken. Wenn du Lust hast, kannst du ein schönes Foto damit machen und es bei Instagram taggen. Okay. Die wählen dann einen Gewinner und das schönste Bild kriegt eine kleine persönliche Überraschungsbox. Oh, ist das süß? Von uns für dich mit ganz viel Liebe. Das merkt man. Das merkt man tatsächlich. Und deswegen freue ich mich so sehr, das jetzt auszupacken. So. Eine Tüte. Krims, Krams, Liebe. Stoffbeutel kann man ja nie genug haben. Ich zumindest. Ein ganzer Packen. Und zwar sind das Clear Stamps. Die sind nach einem bestimmten Thema, beziehungsweise haben immer einen bestimmten Namen. Das eine heißt zum Beispiel, du bist toll, da gibt es Danke, alles Gute, so ein Herz. Du bist toll, viel Glück für dich. Also es sind ganz verschiedene Sachen innen drin. Die sind jetzt nicht ganz so gut zu erkennen wahrscheinlich hier in der Folie. Und ja, ich habe mir verschiedene Sets bestellt, ich glaube sogar fast alle. Genau, in dem anderen sind dann so Pfeile drin und Banner. Oder auch zum Planen. Mit den Tagen, mit einem Briefchen, mit einer Brille. Ja, ganz süß gemachte Sachen. Auf zur Arbeit. Nachtschicht, Frühschicht, Spätschicht. Mhm. Sehr schön. Also ich finde, die sind also schön gestaltet. Die sind so liebevoll gemacht. Es sind einige davon. Und oh, ja, dieses Set gefällt mir schon richtig gut. Mache ich nur nicht heute, heißt es. Und hat ein Herz, eine Glühbirne, so eine Girlande drin, ein Schifflein und eine Sprechblase. Sehr, sehr schön. Ich freue mich, die zu verwenden in meinem neuen Kalender. Den habe ich gerade nicht da, aber ich zeige ihn euch garantiert nochmal. Und zwar habe ich einen, heißt der Happy Flow. Zukunft an, ihr wird das hier einblenden, wenn das nicht der richtige Name war. Das heißt, ja, ich zeige ihn euch auf jeden Fall nochmal. Vielleicht habe ich ihn dann schon gestaltet oder ich nehme euch ein bisschen mit, denn ich ja, freue mich sehr darüber und es gibt viel zu tun, genau. Und ja, möchte jetzt das so ein bisschen verwenden, da ich gemerkt habe, größere Stempel, also richtige Holzstempel, kaufe ich mir zwar eigentlich theoretisch gerne, aber meistens denke ich mir, die sind mir zu teuer und ich gönne sie mir nicht. In so einem Pack sind immer gleich mehrere Stempel drin und ja, also selbst wenn ich jetzt von denen nur 9 von 10 verwende, trotzdem kommt mich das letztendlich dann günstiger, als wenn ich jedes Motiv davon einzeln als Holzstempel kaufen würde. Deswegen, ja, bin ich auf die aufmerksam geworden. Was braucht man dazu? So einen Acrylblock, damit man die gut positionieren kann. Ich freue mich drauf, das Ganze zu verwenden. Bei jeder Packung, also wirklich bei jeder einzelnen Packung von den Clear Stamps war auch jeweils eine Pflegeanleitung dabei, Hinweise und ja, damit man damit auch gut umgeht, damit die möglichst lange halten natürlich. Und als letztes ist hier drin eine Tasche, sehr schön groß, ready to go heißt die. Ich habe schon so eine Idee, was da reinkommt. Mal schauen, ob sie dafür dann groß genug ist oder ob ich nicht doch was anderes reintue. Ich finde auf jeden Fall was und ich, ja, ich habe die gesehen und dachte mir, ja, gerade dieses ready. Also ja, ich möchte losgehen, ich möchte erleben, ich möchte leben. Und ich hoffe, ihr kommt mit, denn ein Teil dieses Kanals könnte noch ein bisschen in die kreative Richtung gehen und da ja, starte ich jetzt gerade eben damit und möchte euch eigentlich mitnehmen. Deswegen kommt mit, seid bereit mitzugehen und ich hoffe, ihr guckt einfach mal auch bei oder nicht oder doch dabei, vorbei, nicht dabei,
vorbei und lasst euch inspirieren. Vielleicht findet ihr auch einfach ein paar Ideen für kreative Dinge, die ihr umsetzen wollt, kreative Aktionen. Aber vielleicht findet ihr auch genau das, was ich dort gefunden habe, nämlich wunderschöne Clear Stamps oder auch andere Büro-Papeterie-Artikel. Ich finde, die haben wirklich tolle Designs und die sind alle mit Liebe gemacht. Und das spürt man. Da freue ich mich dann natürlich besonders über die neuen Dinge. Jetzt werden die ganzen Stempel mal der Reihe nach vielleicht ein paar ausprobiert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, schaltet gerne ein. Guckt auch gerne auf meinem Blog vorbei. Ich bin dort jetzt mittlerweile wieder etwas aktiver. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss!